Die Freitagnacht-News. Fantastische Fakten, präsentiert von Henry Gründler. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu den Freitag-Nacht-News. Die Themen des Tages. Clevere Geschäftsidee, der Rollbraten bringt Dienst. Unfassbar, Titanic in Bottrop aufgetaucht. Zungenbrecher, Polen beim Bohlen auf Holzbohlen Klamotten gestohlen. Und neuer Film, Free Willy lernt laufen. Da ich ungern allein im Studio bin, so kurz vor Mitternacht, begrüßen Sie mit mir Ruth Moschner. Sie kennen ja alle das alte Lied. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 kriegst du auf die Fresse oder gleich 2. Hamburg ist die gefährlichste Stadt Deutschlands. Oder besser gesagt, sie war es. Denn zum Glück ist ja jetzt Ronald Barnabas Schill am Drücker. Und der hat versprochen, aufzuräumen mit dem Gesocks. Hamburg, Sündenpfuhl Deutschlands. Auf den Straßen regieren Sex und Gewalt. Die Polizei ist völlig machtlos. Sozialdemokraten gehen ihren perversen Neigungen nach. Und kriminelle Neger kiffen auf offener Straße. Die Angst vor Überfremdung wächst. Da kommt dieser Mann gerade recht. Ronald Schill, besser bekannt als gnadenlos. Sein Programm ist einfach. Weg mit den ausländischen Zuhältern. Weg mit den drogensüchtigen Strichjungen. Weg mit ekelerregenden Homo-Mischehen. Bei diesen rechten Parolen standen den Grünen die Haare zu Berge und dem SPD-Bürgermeister Ortwin Runde wuchs spontan eine Hitler-Frisur. Eins steht fest, den Hamburgern stehen harte Zeiten bevor. Die Polizei soll hart durchgreifen, wenn sie mit dem Frühstücken fertig ist. Dank Ronald Schill ist jetzt endlich Schluss mit den Drogen. Aber wer dieses breite Grinsen sieht, der könnte fast glauben, dass Ronald Schill sich vielleicht selber gerne was in die Birne pfeift. Wer Single ist, so wie Volker, besäuft sich gern. Die Zeit der Weinproben hat wieder begonnen. Aber was zeichnet einen guten Wein aus? Körper, ein üppiges Bouquet und schnell im Abgang. Eigentlich das, was man von einer Frau auch erwartet. Und wo wir gerade beim Thema üppiges Bouquet sind, die Kurznachrichten mit Ruth Moschner. Danke, Henry. Die Stiftung Warentest feiert ihren 37. Geburtstag. Im Jubiläumsheft wurden unter anderem Matratzen getestet. Ariane Sommer bekam die Note mangelhaft. Der Grund, sie ist völlig durchgelegen. Die Asche von Ex-Beatle George Harrison ist 4 Tage nach seinem Tod im Ganges verstreut worden. Auch andere Prominente wollen sich nach ihrem Tod einäschern lassen. Rainer Kallmund hat in seinem Testament verfügt, dass aus seiner Asche ein neuer Trainingsplatz für Bayer Leverkusen entstehen soll. Beim weltweit größten Schülertest, der sogenannten PISA-Umfrage, sind die deutschen Schüler nur auf Platz 25 gelandet. Gut, das ist immerhin mehr, als bei der nächsten WM zu erwarten ist. Aber deutsche Schüler sind so blöd, wenn der Lehrer ihnen eine 6 gibt, fragen sie, wie viele Nullen die hat. Sind die Deutschen auch nach 1945 ein Volk von Blödmännern? Ein Bericht von Brain Paul. Es ist wirklich zum Heulen. Deutschland verblödet immer mehr. Grenzdebile Schwachmaten, wohin man blickt. Der Grund für die Misere? Das deutsche Schulsystem verlangt unseren Kindern nicht das Geringste ab. 80% der Schüler benutzen ihren Kopf schon lange nicht mehr zum Denken. Die restlichen 20% haben gar keinen Kopf. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass geistig entkernte Vollidioten in Deutschland eine lange Tradition haben. Besserung ist nicht in Sicht. Viele Schulen sind in einem desolaten Zustand. Und außerdem kann heute jeder Idiot Lehrer werden. Und zwar wirklich jeder Idiot. Doch die eigentlichen Probleme fangen nicht erst in der Schule an. Immer weniger Säuglinge bekommen eine anständige musikalische Früherziehung. Stattdessen machen es sich viele Eltern einfach zu leicht. Mit verheerenden Folgen. Diese Menschen bleiben ihr Leben lang auf dem intellektuellen Niveau einer Brustwarze.
Bei solchen Vorbildern wundert es nicht, dass viele Schüler zu blöd sind, guten Tag zu sagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Auch wenn Ihr Kind keinerlei Anzeichen von Intelligenz zeigt, in Deutschland wird es trotzdem Karriere machen. Die unglückselige SPD verhandelt in Berlin mit Gregor Gysi über eine Koalitionsbildung. Nachdem die Ampelkoalition gescheitert ist, möchte man wenigstens einmal mit einem Ampelmännchen versuchen. In Japan hat Prinzessin Masako ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Auf die Frage Mädchen oder Junge antwortete der Kaiserpalast nur, it's a Sony. Energiesparen ist wichtig, deshalb liege ich beim Sex lieber unten. So hat jeder seine eigene Methode. Henry macht beim Sex immer das Licht aus. Eine kluge Entscheidung. Volker hat gar keinen Sex. In Amerika wird mit dem Energiesparen dort angefangen, wo am meisten verbraucht wird. In den texanischen Todeszellen. Ein Bericht von Yellow Eon Balder. Im texanischen Staatsgefängnis wurde endlich der elektrische Stuhl umweltfreundlich umgerüstet. Billy Redcock ist der erste Todeskandidat, der auf dem elektrischen Stuhl nicht von Atomstrom getötet wird, sondern durch Biostrom. Im umweltfreundlichen Grill-Yourself-Verfahren erzeugt der Todeskandidat seinen Strom eigenhändig. Ein fachkundiger Motivationstrainer treibt den Verurteilten zu Höchstleistungen an. Come on, du schaffst es, los! Du schaffst das, los, schneller! Die spanische PISA-Umfrage hat es gezeigt. Deutsche Schüler sind dumm wie Knäckebrot. Kein Wunder, heutzutage sitzen ja schon 10-Jährige freitags um 10:45 vor der Glotze und gucken der Moderatorin in den Ausschnitt. Wie steht es um die Intelligenz der Deutschen? Wir haben uns auf der Straße umgehört. Die deutschen Schüler gelten im internationalen Vergleich ja als vergleichsweise blöd. Ja. Das liegt daran, dass ein Großteil auch immer noch 2+2 für 4 hält. Wie kann man den Schülern die Dummheit wieder ausprügeln? Ausprügeln schon mal gar nicht. Man muss sie besser unterrichten. Das ist der Haken. Man muss einmal 1 = 2. Die meisten Schüler halten ja auch 2+2 immer noch für 4. Kann man das nicht irgendwie mal im Biologieunterricht anders beibringen? Kann man. Nee. Kann man, doch. Wie soll man das denn beibringen? Geht doch gar nicht. Und 2 mal 1? Und das bleibt dasselbe. Auch wieder 1. Ja. Hast du schon beigebracht gekriegt, was zum Beispiel die Hauptstadt von Algebra ist? Nee. Religion ist nicht so eure Stärke, oder? Nein. Der rechte Winkel hat ja eine braune Vergangenheit. Habt ihr da in Geschichte schon drüber geredet? Nein, eigentlich nicht. Wird sowas eher in Biologie behandelt? Ja, vielleicht. Es wird ja immer erzählt, die Blödheit pflanzt sich im Generationensprung fort. Ja. Haben Ihre Enkel auch so Probleme in der Schule? Ja, zum Teil schon. Du bist ja jetzt vergleichsweise blöd, denke ich mir mal. Meinst du, das liegt an deinen Eltern? Nein. Wer könnte dann daran schuld sein? Eigentlich gar keiner. Habt ihr das Thema Abtreibung schon behandelt? Ja. In Reli haben wir das behandelt. Wäre das nicht eine Alternative, dass sich die Eltern dann vielleicht vorher mal Gedanken machen, bevor sie dumme Kinder in die Welt setzen, die uns dann im internationalen Vergleich relativ bescheuert dastehen lassen? Ja. Aber wenn die Eltern davor es auch schon so gemacht hätten, dann gäbe es unsere Mütter nicht. Und wenn die es davor auch schon so gemacht hätten, gäbe es überhaupt keine Menschen. Dann gäbe es jetzt keine dummen Deutschen, wir stünden international besser da. Ja, wir stehen überhaupt nicht da. Es wird ja mal behauptet, dumm fickt gut. Halten Sie das für richtig? Könnte, ja. Ja, sagt man. Die Aussage würde vielleicht auf manche Beziehungen zutreffen. Ja. Klar, warum nicht? Ja. Wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Ja, danke. Okay. Das Verfahren gegen die US-Präsidententochter Jenna Bush wegen eines Alkoholvergehens ist eingestellt worden. Der Richter hatte Angst vor den Vergeltungsschlägen ihres Vaters. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat festgestellt, dass die Spaßgesellschaft am Ende ist. Das stimmt. Mittlerweile ist der beliebteste Vorname für Jungen Ernst. Doch nun eine wirklich wichtige Meldung. Henry Gründler hat sich einen Pudding gekocht. Seit seiner Kindheit alle Versuche, sich selber einen Pudding zu kochen, fehlt. Doch gestern gelang ihm der perfekte Vanillepudding. Und zwar nicht der, den man kalt anrührt, sondern der andere. Der schwierige, wo man die Milch erst zum Kochen bringen muss. Eine beachtliche Leistung, für den er eigentlich den Nobelpreis verdient hat. Aber nein, auch dieses Jahr wurde der Nobelpreis wieder an irgendwelche Wissenschaftler verschwendet. Obwohl meines Wissens keiner der Gewinner einen ordentlichen Vanillepudding kochen kann. Ein Bericht von Alfred Hubel. Hier in Stockholm bei IKEA wurden diese Woche die Nobelpreise verliehen. Der Nobelpreis für Biologie geht nach Schweden für die gelungene Kreuzung von Hamstern und Menschen.
Die Forschungen des Teams um Chemiker Professor Dr. Dr. Dippel-Ink Otto Dippel-Ink Ink wurden mit dem Nobelpreis für Chemie belohnt. Also ich habe eine Seife erfunden, die ist anders als andere Seifen. Oh, sie macht die Hände nicht sauber, aber dafür brennt sie in den Augen. Unglaublich. In der Chemie scheint mittlerweile alles möglich. Der kleine Professor Rino definierte die Trägheit der Masse. Dafür gab es den Physik-Nobelpreis für Physik. Übrigens, der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr voraussichtlich an die Jungs im gelben Trikot. Und der Ehrennobelpreis für Astrophysik ging an Peter und Paula Pan. Sie haben in einem neuartigen Rotationsversuch die Existenz kollabierender Galaxienhaufen nachgewiesen. Die Versuchsergebnisse waren beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch. Der Nobelpreis ist übrigens ein ideales Geschenk für Menschen, die schon alles haben. Aber wie bekommt man so einen Nobelpreis? Nun, eigentlich ist es wie immer. Sie sollten mit den richtigen Männern schlafen, denen von der Nobelpreisjury. Aber wer sind diese Männer eigentlich? Wer entscheidet über Gedeih und Verderb der Nobelpreisanwärter? Ein Bericht von Jessica Mazur. Hier im schwedischen Smöre bei Bröt trudeln jedes Jahr im Herbst die Mitglieder der Nobelpreisjury ein. Doch was sind das eigentlich für Menschen, die hier im verschneiten Schweden die Preise vergeben? Otto Steffens hat den schwierigsten Job. Als Leiter steht er der Nobelpreisjury vor. Der sensible Finne Jono Moibeleinen bekommt schon Tage vor der Entscheidung Magenschmerzen. Er möchte niemandem wehtun. Viel unkomplizierter sieht Ehrenmitglied Boris Jelzin die Sache. Er stimmt für jeden, der ihm einen Wodka ausgibt. Oder auch zwei. Literaturexperte Ole Lexika schaute auf der Durchreise nur kurz vorbei. Er ist dieses Jahr nicht in der Jury. Ein adäquater Ersatz für ihn fand sich im australischen Kernphysiker Horst Braschnik. Der kann, wenn es sein muss, auch mal richtig auf den Tisch hauen. Schließlich geht es nicht um irgendwelche Kinkerlitzchen, sondern um die Vergabe des Nobelpreises. In der CDU ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Wolfgang Schäuble als Kanzlerkandidat die Union retten kann. Fest steht, solange es mit der CDU weiter bergab geht, hat er mit seinem Rollstuhl klare Vorteile. Die Bundeswehr will Anfang November 3200 Arbeitslose zum Grundwehrdienst einberufen. Der Grund ist ein Missverständnis. Die Bundeswehr hatte eigentlich 3200 Rubbellose bestellt. Aber Rubbellose bringen die Bundeswehr auch nicht auf Vordermann. Diese Aufgabe ist was für Experten. Zum Beispiel Ruth Moschner. Sie hat diese Woche im Auftrag des designierten Ex-Verteidigungsministers Scharping die Truppe auf Vordermann gebracht. Schießen. Ein unangenehmes Thema. Aber spätestens, wenn Henry mich anbaggert, greife auch ich zur Waffe. Oh, sehr gut. Hier, den hast du dir wirklich verdient. Das Wichtigste beim Schießen ist vor allen Dingen, seid ihr wahnsinnig geworden, fuchtelt hier mit euren Pistolen rum. Ein verantwortungsbewusster Soldat ist immer vorsichtig im Umgang mit seiner Waffe. Was da alles passieren kann, da können Unschuldige zu Schaden kommen. Jetzt brauchst du ja bloß einen Schuss lösen. Manchmal reichen kleine Waffen nicht aus, dann müssen eben größere ran. Wie bei Männern eben. Gib mal her. Nehmen wir zum Beispiel diesen feindlichen Panzer. Aber General Moschner, das ist doch ein Pferd. Nehmen wir eben diesen als Pferd getarnten feindlichen Panzer. So macht man das. Ganz einfach. Gefahr abwehren, ohne dabei Unschuldige zu gefährden. Verstanden? Jawohl, General Moschner! Sehr gut. Zurück zum hauptgefreiten Gründler. Und jetzt die Woche aus der seltsamen Sicht unseres Chefredakteurs Volker G. Schmitz. Ein Mann, der sich immer besonders auf den Nikolausabend freut, weil er da ausnahmsweise mal nichts dafür bezahlen muss, dass ihn jemand den Hintern versohlt. Danke, Henry. Was waren wir aufgeregt? Was haben wir gezittert? Müssen unsere Soldaten in den Krieg? Werden sie unser Land würdig vertreten? Wir haben exklusiv die ersten Bilder von der Landung unserer tapferen Jungs erhalten und ich muss sagen, das war eine einzige Werbeveranstaltung für die deutsche Bundeswehr. Den Anfang machten die Spezialeinheiten der KSK. Als seien sie ihr Leben lang dafür ausgebildet worden, betraten sie gewohnt routiniert das Krisengebiet. Auch unsere Sanitäter ließen bei der Ankunft einen Hauch von Professionalität über Afghanistan wehen. Doch den eindrucksvollsten Auftritt lieferten die deutschen Fallschirmjäger, die mit gewohnter Präzision jeden Punkt zielsicher ansteuern können.
wenn nicht gerade ein Auto im Weg ist. Aber um das zu verhindern, gibt es ja noch unsere Bodentruppen. Die stellen für die Zukunft sicher, dass unseren Fallschirmspringern in Afghanistan nie wieder irgendein Auto irgendwie, irgendwo, irgendwann im Wege steht. Und dass von afghanischem Boden nie wieder ein Auto ausgeht. Der CDU-Parteitag in Dresden ist zu Ende. Endlich. Es war wie immer. Stoiber redet und redet und redet. Und hinterher müssen die Roten von der SPD dann den ganzen Müll, den er gelabert hat, wieder wegfegen. Sterben. Diese traurige Tätigkeit wird in Deutschland immer teurer. Viele Deutsche können sich ja eine aufwendige Beerdigung gar nicht mehr leisten, wenn sie tot sind. Die Qualität vieler Beerdigungen orientiert sich mittlerweile an der von Hamburgern. Oben Pappe, unten Pappe und dazwischen altes Fleisch. Wussten Sie übrigens, was ein Cluburlaub auf Ibiza und die eigene Beerdigung gemeinsam haben? Richtig, überall Insekten, die anderen feiern und man selbst ist wieder allein in der Kiste gelandet. Viele ältere Menschen haben ja Angst vor dem Tod. Und wie oft musste man da schon besänftigen? Keine Angst, Mutti, die Kisten sind doch nur für den Umzug. Einer aber hat keine Angst, Johannes Heesters. Der hat letzten Mittwoch seinen 98. Geburtstag gefeiert. Nach eigenen Angaben ist Jopi der letzte Mensch, der Heiner Lauterbach noch nüchtern erlebt hat. Ähnlich gruselig. Haben Sie es gelesen? Hier ist es. Schauspielerin Christine Kaufmann gab zu, dass sie in ihrem Leben 12 Männer hatte. Dieses Flittchen, verdorbene Schlampe, 12 Männer, unglaublich. Ich hatte erst 3. So genau wollten wir das gar nicht wissen. Ja, Moment, Henry, ja? Einen habe ich noch. Ja, warte. Was sagte George Harrisons Frau, als der Wind seine Asche über den Ganges wehte? Harrison Ford! Vielleicht solltest du als Alleinunterhalter auf Beerdigungen auftreten oder so. Trotzdem, danke. Unsere Aktion Rettet seltene Tiere beschäftigt sich heute mit dem vom Aussterben bedrohten Staubsaurier. Der Staubsaurier kommt aus Fusseln bei Müllheim. Er stammt aus der Drecksfamilie der Wechselbeutler. Der Staubsaurier hat das längste Rohr der Tierwelt und kommt damit auch in die engsten Ritzen. Leider wurde der Staubsaurier vom Tyrannosaurus Dreck fast vollständig ausgerottet. Damit er sich nicht endgültig aus dem Staub macht, spenden Sie jetzt, damit dieses einmalige Saugtalent eine sichere Stelle als Praktikant bei Bill Clinton bekommt. Gestern lief der neue Walt Disney Zeichentrickfilm Atlantis in den deutschen Kinos an. Der Film erzählt die Geschichte einer längst vergessenen Stadt und ihrer höchst seltsamen Bewohner. In Deutschland sollte der Film eigentlich unter dem Titel Bielefeld in die Kinos kommen. Ich werde mir Atlantis nicht anschauen. Eine Geschichte über das Abtauchen in tiefe, feuchte Gefilde, nur um einen Mythos zu suchen, von dem niemand weiß, ob es ihn überhaupt gibt. Da kann ich mich ja gleich auf die Suche nach dem G-Punkt machen. Der wegen Dopings gesperrte Dieter Baumann darf im nächsten Jahr wieder an den Start gehen, aus Mangel an Beweisen. Kurz bevor seine letzte Urinprobe getestet werden konnte, ätzte der Becher durch. Stefan Effenberg wird immer begehrter. Atletico Madrid bietet er für ein Jahresgehalt von 10 Millionen Mark. Wenn er seine Frau zu Hause lässt, sogar 12 Millionen. Im Moment ist Effenberg allerdings verletzt. Er kriegt kaum noch den Mittelfinger hoch. Ralf Schumacher übersah trotz Brille ein Stauende und verursachte einen Auffahrunfall. Bei den Schumis gilt übrigens alles als Stau, was mit weniger als 200 Sachen über die Autobahn schleicht. Ralf fuhr so schlecht Auto, er musste jetzt bei der Polizei aussagen, wo er damals zum Zeitpunkt von Lady Dianas Unfall war. Millionen Rennsportfans warten schon ganz ungeduldig auf die neue Formel-1-Saison. Doch was machen die Helden der Rennbahn eigentlich in der Pause? Trainieren sie weiter oder liegen sie auf der faulen Haut? Ein Bericht von Speedy Gonzales. Mika Häkkinen hat sich zur Ruhe gesetzt. Daher hat die Mercedes seine Lieblingscouch umgebaut, damit er es nächste Saison ruhig angehen lassen kann.
Großkotz Michael Schumacher sieht es nicht ein, nur fürs Training seine 5-Millionen-Dollar-Yacht zu verlassen. Daher ließ er sich kurzerhand sein Beiboot umbauen. Sein Bruder Ralf hat seit der Geburt seines Sohnes Hausarrest. Er nimmt seine bescheidene Hütte gleich mit zum Training. Heinz-Harald Frenzen hat endlich einen neuen Rennstall gefunden. Einziger Nachteil, er muss während des Rennens Sperrmüll vom Streckenrand aufsammeln. Die neue Saison verspricht also wieder etwas ganz Besonderes zu werden. Wir freuen uns jetzt schon auf Motorsport der absoluten Extraklasse. Nach den Drogeneskapaden von Christoph Daum hat der deutsche Fußball nun den zweiten Fall von Drogenmissbrauch zu verkraften. Fortuna Düsseldorfs Trainer Jürgen Gelsdorf ist beim letzten Heimspiel offensichtlich ein Opfer seiner LSD-Sucht geworden. Während des Spiels spielten ihm Halluzinationen einen bösen Streich. Mein Gott! Haie! Seht ihr das denn nicht? Da ist doch alles voll! Mensch, Haie! Verdammt nochmal! Raus da, verdammt! Raus aus dem Wasser! Raus, aber sofort! Ja, hier komm raus! CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer wurde auf dem Parteitag in Dresden mit über 90% aller Stimmen in seinem Amt bestätigt. Damit ist er weiterhin der absolut beliebteste Skinhead Deutschlands. Ein Albtraum wurde Wirklichkeit. Volker hat eine Freundin? Quatsch. Bist du wahnsinnig? In Amerika hat man zum ersten Mal einen Menschen geklont. Ach so, ich dachte schon, weiß Gott, was ist passiert. Ja, es klingt wirklich unglaublich. Der erste Mensch wurde reproduziert. Das kann man sich doch wirklich nicht vorstellen, oder? Nein, kann man nicht. Aber in Amerika hat man es getan. Die mussten mal wieder Gott spielen. Ein Bericht von den Jacob Sisters. In einem Labor an der amerikanischen Universität in Seattle ist Professor Michael West völlig aus dem Häuschen. Denn er hat den ersten Menschen geklont. Kollegen aus aller Welt teilen seine Freude. Respekt, denn Klonen ist absolute Präzisionsarbeit. Zuerst müssen mit Mikroskalpellen die wichtigen Stammzellen isoliert werden. Diese werden danach unter einem Elektronenmikroskop untersucht. Sind die Stammzellen, hier 20.000-fach vergrößert, in Ordnung, müssen sie nur noch ganz langsam und vorsichtig in die Eizelle injiziert werden. Schon früh erkannte man, das Klonen hat Hand und Fuß. Doch leider sind auch der Klonforschung Grenzen gesetzt. Der Versuch, Frauen den Männern anzugleichen, schlug fehl. Zwar bekamen sie Muskeln, aber klüger wurden sie deswegen noch lange nicht. Auch der Versuch, aus Wolfgang Thierse einen gut aussehenden Mann zu machen, indem man ihn mit einer bezaubernden Hausfrau kreuzte, endete in einem totalen Desaster. Doch gerade zu Weihnachten zeigen sich die Vorteile der Klonforschung. Oder glauben Sie immer noch, dass nur ein einziger Weihnachtsmann die ganzen Geschenke verteilt? Gut, dass es das Klonen gibt. Denken Sie mal drüber nach. Sie kennen das. Es ist Freitagabend, Sie gießen sich ordentlich ein hinter die Binde und am nächsten Tag stehen Sie vor dem Traualtar. Darum beschäftigt sich unser Ratgeber richtig falsch heute mit dem Thema, wie werde ich möglichst schnell eine Frau wieder los, der ich im Suff die Heirat versprochen habe. Richtig? Die Frau einfach alleine in die Flitterwochen schicken. Falsch. Die Frau aus dem Fenster werfen, aber vergessen loszulassen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Nach der Werbung zeigen wir Ihnen Ruth in ihrem brandneuen Push-Up-BH, den ich ihr netterweise zum Nikolaus geschenkt habe. Bis gleich.